Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Diesmal wieder mit unserem Fettklops, der Nahkämpfer, die Nahkämpferin. Und heute und morgen wird es nur 20-minütige Parts geben, keine 30. Warum ist das so? Ganz einfach, Freunde, Demon's Souls ist fertig und unser schönes Dark Souls-Projekt wird ein Hauptprojekt. Yay! Denn ab sofort gibt es dienstags eine Dreiviertelstunde und Freitag eine Dreiviertelstunde. Ja, es geht also schon am Dienstag dann weiter. Also ihr habt diese Woche unglaublich viel Dark Souls. Ich weiß, es geht nicht mehr lang. Deswegen verweise ich auf den aktuellen Vote, der momentan läuft. Solange er läuft, werdet ihr hier eine Anmerkung jetzt sehen, die ihr anklicken könnt. Und da dürft ihr fleißig mitvoten, was denn nach Dark Souls kommen soll. Ja, ich werde es dann übrigens auch so machen, dass es dienstags eine Magierfolge gibt und freitags dann immer eine Nahkämpferfolge. Je eine Dreiviertelstunde. Sollte passen. Ich denke, in so zwei Wochen haben wir es dann durch. Wenn wir nicht an einem Gegner resignieren. Mal sehen. So, jetzt machen wir erstmal weiter. Ich bin zurückgerannt. Wir waren ja das letzte Mal da hinten, wo wir diesen Silberanhänger bekommen haben. Ich bin aber aus gutem Grunde zurückgerannt, denn ich wollte ein paar Leute verkloppen. Ja, ich habe ja gesagt, mit dem Nahkämpfer töte ich immer. Und mache Quests eben anders wie mit dem Magier, damit wir wirklich mal alle Seiten sehen. Zum Beispiel muss jetzt gleich diese Dame dran glauben. You, is that not the soul of the man who fell on this spot? He was a dear friend. I wish to pay proper respect with that soul. Would you be willing to part with it? Nein, das werden wir nicht, denn wir haben damit noch was vor. Yes, of course. I must not be presumptuous. Artorius would not have approved. Ja, ich werde es nicht gutheißen, dass du hier existierst, deswegen hau ich unglaublich fähig an ihr vorbei. Junge, bist du... Geil, ey. Geil, ey. Dann mach's mal halt so. Ey, wie ich sie nicht treffe. Wie ich sie einfach nicht treffe, ey. Okay, leck mich. Ich kann's halt nicht anvisieren, weil sie freundlich ist. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Habe ich einen Bogen oder so? Nee, habe ich nicht. Aber ich kann sie vielleicht mit Feuer ein bisschen brutzeln. Muss ich doch irgendwie treffen, ey. Oh mein Gott, endlich. Sie fängt ein bisschen Feuer. Und das war's auch schon. Noch ist sie mir freundlich gesonnen. Oh. Aha. Okay. Na, mal schauen. Oh, die kann mit Pfeilen oder irgend sowas. Oh, die hält auch einiges aus dafür, dass sie ein freundlicher NPC ist. Interessant. Kann mir auch gut ausweichen. Ja Mensch, so kriegen wir halt extra Kämpfe, die wir sonst nicht erleben würden. Ist doch schön, oder? Wahrscheinlich gibt sie uns aber... Mädchen! Okay, die ist gar nicht mal so einfach. Die gibt uns wahrscheinlich aber eh das, was in der Hand führt und was sie uns auch gibt, wenn wir ihr die Seele gegeben hätten. Fresches Luder, ey. Komm. Auch du musst gegen den Dicken verlieren. So, nein, sie lebt noch, sie lebt noch. Ja, ich hab mit. Mann! Die war nicht ohne. Ach komm, du kommst drüber hinweg. Und wir bekommen, ja, genau das, was wir auch als Questboni bekommen hätten. Oh, und wir bekommen ihr Kleidungsset. Was aber bestimmt eher was für ein Magier ist. Wir schauen uns das gleich mal an, dieses Fürstenset. Na super, mit dem Magier darf ich sie nicht machen. Immer diese Regeln, die ich mir selbst aufzwinge. Fies. So, wir haben noch einen NPC, der jetzt dran glauben muss. Wir haben ja das letzte Mal mit Magier gegen sein Phantom gekämpft. Diesmal werden wir ihn in echt töten. Ach ja, ich wollte mir das Dingens angucken. Fürstenrobe. Ja, das ist natürlich deutlich schwächer. Hat aber eine geile Giftressi und Fluch. Wow. Also die Fluchressi geht ja auch mal richtig gut hoch. Gewicht ist halt eher was Leichtes. So, hat das was Besonderes. Robe der Fürstenklinge Ciaran. Eine der vier Rittern des Fürsten Quinn. Alle Fürstenklingen trugen solche Roben. Diese tödliche Frau tanzte gewandt durch die Schleier der Finsternis, webte Goldfäden durch die Nachtluft und pflanzte Vision des Terrors in die Gedanken. Wir gucken uns jetzt noch den Helm an, weil der ist ja meistens ein bisschen was anderes. Die Porzellanmaske. Maske des Fürsten, einer der vier. Mhm.
trugen solche Zyklopenmasken, doch Ciaran war besonders versessen darauf, sie als Zeichen der Ehre zu gewinnen. Die Maske ist aus Porzellan gefertigt und von elfenbeinfarbenen Locken umrahmt. Ja, es sah relativ schick an ihr aus. Ich frag mich gerade, wenn das wirklich so ein Porzellandingens ist, wie viel Haltbarkeit das hat. Robustheit. Naja, 250 ist aber ein sehr stabiles Porzellan. Naja, gut, vielleicht dieses Elfenbein noch. Wer weiß. Okay, Freunde, jetzt töten wir, weil wir gerade dabei sind, noch den anderen Typi. Alles muss dran glauben. Und da danach begeben wir uns nochmal kurz in das normale Gebiet. Denn das letzte Mal haben wir dem Magier was Neues gegönnt. Und diesmal gönnen wir auch unserem Kriegerchen was. So, mein Freund, der ist bestimmt fies. Der ist bestimmt noch fieser wie die Frau eben. Mal gucken, ob ich den besser treffe. Na, natürlich nicht. Ich bin... Natürlich... Oh, jetzt drehe das ich auch noch. Ja. Oh, oh, oh! Nicht runterschubsen, nicht runterschubsen! Ey, beruhig dich mal. Moment, das gefällt mir. Ich gehe mal auf die Brücke, da fühle ich mich wenigstens so halbwegs sicher. So, dann... Wow! Auch der hat irgendwie so ganz komische Giftpfeile oder was das sein... Ey, mich einfach... Aber schöne optionale Kämpfe, die wir hier erleben. Das machen bestimmt die wenigsten. Ah. Okay. Ey, jetzt ist mal... Alter, der ist... Auch nicht ohne. Früher haben sich die normalen, freundlichen NPCs kaum gewehrt. Und das hier... Jetzt kriege ich noch ein Problem hier. Wenn ich ihn nicht gleich besiege. Aber ich denke, wir schaffen das noch. Weil ich habe keinen Trank mehr. So, das war's. You win. Please. Please, have mercy. Ja, ich glaube, dafür ist es zu spät. Wir bekommen Chesters, ja, Kleidungsset, inklusive den lachenden Hut. Ach, wie geil! Dann hat man ja selbst diese Grinsebacke. Moment, das will ich mir jetzt antun. Das will ich mir mal ansehen, wie das aussieht. Ob das Ding vielleicht auch was Tolles kann, wer weiß. Da ist der Porzellanhelm. Wo ist er dann? Der Sack. Ne, den Sack ziehen wir bestimmt nicht an. So hässlich sind wir auch nicht. Lachender Hut. Von den Werten her natürlich nichts Besonderes. Schwarzer Hut des prächtigen Chesters. Ein geheimnisvoller Mann der Vergangenheit. Dem Träger dieses Huts steht permanent ein verschmitztes Grinsen im Gesicht. Das ist der Fluch Chesters. Komm, den ziehen wir jetzt an. Wie krank, ey. Nee, also... Es hat schon... Also gut, wenn die Fresse nicht wäre, so ein Hut, so ein bisschen wieder wie ein Demon's Souls, mein Charakter. Aber nein... Das gefällt mir nicht mit dieser hässlichen Maske. Nö, das ist nicht mein Stil. Was hatte ich denn an überhaupt? Was hatten wir mit dem an? Ich weiß gar nicht mehr. Wahrscheinlich irgendwas Fettes. Ja, Havels Helm wahrscheinlich, oder? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Bin ich damit die ganze Zeit rumgelatscht? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ist mir jetzt egal. Wir werden ihn eh gleich neu einkleiden, Freunde. Das habe ich mir zum Ziel genommen. So, ansonsten gab es hier keine NPCs. Das heißt, ich mache einen kleinen Cut, gehe ins normale Gebiet. Und ich zeige euch, was man mit Atoria Seele denn noch so machen kann. Also, bis gleich. Yo, wir sind noch nicht da, wo wir Atoria Seele benutzen können, aber wir werden was anderes machen. Erinnert euch, Freunde, wir haben hier unten unter der Brücke einen Penner, der unbedingt gerne ein paar Estus-Flakors hätte, weil er sich gerne so volllaufen lässt. Nein, Quatsch. Ist natürlich kein Penner, es ist ein Händler. Und den werden wir nicht töten, weil wir wollen seine Waren haben. Oh. Was ist denn da oben los? Muss ich hochkommen? Ja, verbrenn dich halt selbst. Meine Güte, ey. Ihr lernt's aber auch nicht mehr. Kann das sein? So. Mach immer diese automatischen Anvisierungen, ey. Jetzt gebe ich mir die Hefe mit diesen billigen, blöden Untoten. Wie unepischer kann denn der Part noch werden? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einen blöden Sprung mache und nicht auf die Brücke komme. Aber das sollte klappen. Mal probieren. Dicker Mann! Oh, geschafft, ja, wir haben es geschafft. Sehr schön. Ja. Der Typ nämlich, der Händler, der passt sich ja immer den letztbesiegten Endgegner an und hat dann andere Dinge im Inventar. Hey, Shemai. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? Ist ja nicht lustig. Ja, wir wollen mal was kaufen. So. Und wenn ich mich... Ach komm, den Generalschlüssel, obwohl, nee. Erstmal gucken, was das Neue jetzt ist. Hab's ja noch nie gemacht.
Das ist es nicht. Überwinder. Golem. Smoog. Mit, Alter, mal ehrlich, wer will mit wie Smoog rumrennen? Wer will das? Hier ist es. Das Zeug von Artorias. Das will ich kaufen. Und, ja, das ist ein bisschen teuer. Es soll nicht so gut sein, aber ich habe voll Bock drauf, mal was anderes anzuziehen, was anderes auszuprobieren. Ich werde das vielleicht offline ein bisschen skillen. Ist mir egal, auch wenn es nicht mehr so gut ist wie das andere, aber ich will auch mal wieder anders aussehen. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Fettwandsrüstung. Ja, ich weiß, die ist auch noch relativ dick. Ich kaufe jetzt erstmal die Rüstung und schau mal, ob ich noch... Ja, ist gut. Ich werde mal schauen, ob ich noch Seelen habe. Hab ich noch sowas wie Seelen? Ansonsten... Ich habe noch die Dämonen. Ach, ich habe auch noch diese. Sehr schön. Wir bauen noch 60.000. Gucken, ob wir das zusammenbekommen. Ach, das ist jetzt ein Gemach. So was müsste ich eigentlich rausschneiden. Ist doch uninteressant. Ach, ich werde das alles verbraten. Bis gleich. Jo, da sind wir wieder. Ich habe die Seele von Smoog benutzt, damit das reicht. 60.000 haben wir jetzt genau. Im Übrigen, ich habe mit diesem Charakter den Wolf schon getötet. Das wollten einige wissen. Aber mit dem Magier noch nicht. Also das Event, das ihr da ansprecht, werden wir dann höchstwahrscheinlich mit dem Magier dann sehen. Wir wollen kaufen. So, nehme ich den Rest. Ja, genau die vier Sachen. Ne? Und dann schmeißen wir uns mal ins neue Gewand, würde ich sagen. Ja, achso, er hat es nur einmal, deswegen haut das sofort aus dem Ding ab. Alles klar. So, sehr schön. Hat genau gereicht. Ja, ist gut. Ziehen wir uns doch mal um, oder? Habe ich jetzt voll Bock drauf. Endlich mal was anderes. Der Helm von Artorias. Ja, komm, wir ziehen gleich alles an. Wir können ja auch mal lesen. Der Zustand der Rüstung lässt den Tod ihres Trägers vermuten. Sie ist von der Finsternis des Abgrunds zerfressen und ihr blauer Umhang, einst ein Ruhmeszeichen, ist nunmehr modrig und verfault. Ja, Rüstung des Abgrundschreiters Artorias, einer der vier Ritter des Fürsten Quinn. Ja, ich finde den Grundbasisschaden, ja, durchschnittlich. Es wird nicht so gut wie unsere alte, das weiß ich, aber vielleicht, wie schwer ist er denn? 10,5 gegenüber unserer Riesenrüstung. Vielleicht sind wir dann nicht mehr so langsam unterwegs wie die ganze Zeit. Das ist ja etwas, was ihr euch schon mehrfach gewünscht habt. Stulpen von Artorias und die Gamaschen. Okay. Mann, sehen wir jetzt hässlich aus, oder? Obwohl hässlich eigentlich nicht ist. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber so dünn! Wir haben nichts mehr an uns. Wir sind nur noch Haut und Knochen fast. Meine Güte, was Rüstung ausmacht. Wir sind immer noch aber relativ schwer. Das liegt natürlich auch an unser Schild. Habt ihr mir nicht ein anderes Schild empfohlen? Ach, ich hab's schon wieder vergessen. Wahrscheinlich habt ihr das. Aber ich wüsste jetzt nicht welches. Ich könnte mit einem Graswappenschild rum. Das habe ich mal auf plus 5 gemacht. Warum eigentlich? Aber ich weiß nicht. Ach, ihr müsst mir nicht unbedingt nochmal schreiben. Ich kann ja auch mal nochmal in den Kommentaren nachlesen. Ich lasse es jetzt erstmal an. Aber das Schild passt ja auch überhaupt nicht zu diesem Charakter, finde ich. Das sieht total behämmert aus. Irgendwie. Naja, ich lasse es jetzt erstmal so. Ich wollte einfach jetzt mal ein bisschen anders aussehen. Auch wenn ich jetzt ein bisschen verfault aussehe. Naja. Schönheitspreis werden wir in Dark Souls niemals gewinnen. So viel steht schon mal fest. Ja. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich mache mich auf den Weg, um jetzt auch noch Artorias Waffe zu holen. Und ja, mal gucken, wie die so drauf ist. Soll angeblich auch nicht so gut sein, aber hey, Hauptsache ausprobiert. Also, bis gleich. Yo, da sind wir nun beim Riesenschmied, denn genau der soll was mit der Seele anfangen können. Wir schauen mal. Hallo, Frohe Jaikan. Strong I am. Der erinnert mich immer so ein bisschen aus Die Reise des Labyrinth, der Große da. Yisa? Golo? Nee, Godo? Irgendwie so ein einfacher Name. Freund, du mein Freund. Ach, ich lieb den Kerl. Ja, was wollen wir denn machen? Ich will eine neue Waffe. Mal hier gucken. Wir könnten aus dem Dämonenhammer einen Blitzdämonenhammer machen. Ich habe noch nie was mit Blitz gemacht. Aber ist es bei dem auch sinnvoll? Da musste ich aber auch... Ja, da macht er aber wieder so wenig Schaden, ne? Obwohl... Moment mal. Wenn das ein Blitzdämonenhammer ist, ja gut, dann geht aber mein aktueller Schaden ja total flöten, ne? Obwohl, ich habe ja hier 276. Dann käme nochmal Blitz 248 drauf. Aber...
Ach so, deswegen, mein Stärkebonus B geht verloren. Ach, wisst ihr was? Die Waffe ist eh scheiße, wir machen das jetzt einfach mal. Was will er denn dafür? Graue Brocken, okay. Oder was kann ich noch damit machen? Was ist denn das andere? Smugshammer, ah, den gibt's ja auch noch. Ah, das Smug habe ich gerade verbraten. gefällt mir aber auch nicht so, da geht nämlich das B auf D runter und... ich weiß nicht, das hat auch nichts extra. Natürlich könnten wir es auch wieder zu einer göttlichen... Nein, wir machen jetzt einfach mal so ein Blitzding. Komm, ist mir egal. Verhunzen wir unseren Charakter noch mehr. Ich werde euch schon aufschreien hören, was macht der Kerl nur in diesem Part. Ich wollte aber eigentlich die Seele geben. Vielleicht muss ich nochmal anquatschen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das bei ihm machen müssen. Hallo. Forge. Vielleicht nochmal reden. You come, I forge. Shiny, 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 shiny. Ja, okay, das bringt nichts. Waffe verstärken? Nee, ist Quatsch. Da kann's nicht sein. Ach, jetzt muss ich doch nochmal nachgucken. Anscheinend habe ich mir was Falsches eingebildet. Ich könnte das noch ein bisschen aufwerten, sehe ich gerade. Komm, dann machen wir das jetzt eben mal. Wie, jetzt geht's nicht mehr. Ach, weil mir die Seelen fehlen, ey. Okay, dann werde ich gleich noch ein paar Seelen fressen. Und würde sagen... ja, ich gucke mir das nochmal an, warum das nicht mit der Seele funktioniert. Oder ob ich doch zu einem anderen Schmied muss. Rüstung verstärken. Rüstung verstärken. Was will er denn für die Artorias-Rüstung? Ach, das ist blöd. Davon habe ich immer sehr, sehr wenig. Das lasse ich erstmal. Waffe. Okay, gut. Ich mache mal eine kurze Pause. Ich muss das nachchecken. Bis gleich. Jo, Freunde, das immer wieder. Und Artorias Schwert muss leider noch ein bisschen warten. Ich weiß nicht, irgendwas verraff ich gerade. Also, ich habe nachgeguckt. Man muss ein Großschwert auf plus 10 bringen. Genau das ist mein Problem. So blöd, wie es auch klingt. Ich habe es auf plus 5 gebracht. Und dann ist es ja klar, man braucht die große Glut, um eine Waffe auf plus 10 zu bringen. Aber die habe ich schon gegeben. Sonst hätte ich ja da mein Hammerchen nicht auf plus 10 gehabt. Keine Ahnung, Freunde. Also ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen. Irgendwas verpeile ich, aber ihr werdet mich bestimmt aufklären, warum ich ein Großschwert momentan nicht auf plus 10 machen kann. Wird sich bestimmt klären. Oh, schön. Diesmal mit Blitz, Freunde. Okay. Dann machen wir das einfach das nächste Mal, würde ich sagen. Es soll ja sowieso nicht so gut sein, aber ich hätte echt gerne mal was anderes, wie immer dieses Hammerchen. deswegen werden wir jetzt die restlichen Minuten noch ein bisschen hier draußen verweilen. Ich werde wahrscheinlich nicht in das neue Gebiet kommen, das wir mit den Magiern noch nicht kennen, aber das machen wir dann... Oh, was ist denn hier los jetzt? Warte mal. Das machen wir dann definitiv morgen. Artorias Schwert mache ich dann erst am Freitag, wenn wir wieder den Nahkämpfer spielen, im Dreiviertelstundenformat dann. Weil erst dann kann ich auf eure Kommentare eingehen. Ja, und außerdem möchte ich hier jetzt auch mal ein bisschen vorankommen und nicht nur mich die ganze Zeit um Crafting etc. kümmern. Die Blitzwaffe ist ein bisschen schlechter, glaube ich, vom Schaden her, aber das war ja zu erwarten. Wir haben ja diesen Stärkeboni nicht mehr. Ich werde mir demnächst mal definitiv mal was anderes zulegen. Da komm mal her, du. Aber ich weiß noch nicht so genau, was. Das Problem ist, ich will auch jetzt nicht da groß jetzt noch was farmen oder machen müssen. Bossen habe ich momentan auch nicht wirklich. Ich bin mir noch ein bisschen unschlüssig, was wir mit unserem fetten... was wir mit unserem nicht mehr fetten Krieger hier machen. So. Ja, und beim Schild bin ich mir auch noch ein bisschen uneins. Aber hey, was soll's. Jetzt werden wir dich noch ein bisschen plätten. Schaut mal, da ist ein Item. Das wäre doch ein schöner Abschluss, oder? Obwohl, warte mal, da kommen wir doch von der anderen Seite irgendwie hin. Aber eigentlich müsste man auch drauf springen können. Ich versuche mal von der anderen Seite dorthin zu kommen. Aber wir gehen ja jetzt darüber und... da unten ist die Kristalle... da müssen wir noch hinkommen, definitiv. Also, lieber keine Kamikaze-Aktion. So, wir springen gleich so runter. Und jetzt sind wir wieder hier. Da waren wir schon. Ist wirklich ein bisschen verwirrend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
wenn man die Charaktere mal wechselt, dass man doch ein bisschen, ja, ja, verwirrt ist einfach, was man jetzt mit dem Charakter schon gemacht hat und was nicht. Ja, ist gut. Nein, den anvisieren. Hat doch geklappt, schön. Und du auch weg. Boing. Voll aufs Mützchen. Oh nö, ich mag die Stelle nicht. Ja, wir könnten unseren Anhänger benutzen, das kennen wir ja schon alles. Aber mit unserem geilen Schild hier, da kommt ja fast nichts durch an Magieschaden. Das ist deutlich angenehmer wie beim Magier, muss ich zugeben. Also in dem Sinne ist das Schild doch ganz brauchbar. Was hast du denn für mich? Ach ja, grüne Scherben, stimmt ja. Hätte ich schon wieder fast vergessen. Ja gut, Freunde, also morgen werden wir dann definitiv mal wieder was Neues erleben. Man kann das eigentlich als optionalen Part hier deklarieren, das werde ich auch machen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und dann sehen wir am Freitag ja, was ich daraus gelernt habe. Jetzt sind wir gleich genau an der Stelle, wo ich dann mit diesem Charakter dann gestorben bin. Ach, schade, dass die R1-Attacke nicht one-hittet. Da fehlt es ein bisschen. Ich hab sie übrigens noch aufgerüstet. Ich glaube, wir haben jetzt einen Blitzdämonenhammer plus 3, meine ich. Plus 3 oder 4. Ich lass mich mal da runterfallen. Ihr seht mich gar nicht. Ihr seid blind. Ich sollte mich heilen. So. Können ja auch mal putzen hier, ne? Ach, war das schlecht. Aber egal, der Magier ist tot. Mann, oh Mann, hab ich ein schlechtes Timing mal wieder drauf hier. So, schön. Ja, wir müssen zum Ende kommen. Ich habe gerade gar keine Lust, aber im Gegensatz zu euch kann ich ja gleich weiterspielen. Was hängt denn da oben? Hä? Da oben hängt eine Leiche? Das habe ich aber mit dem Magier nicht gesehen. Da bin ich mir relativ sicher. Das hätte ich mir gemerkt. Ich habe gar keinen Bock auf so viele Gegner, ey. Was haben wir denn hier? Eine Seele. Yay. Okay. Na ja, gut, dann machen wir halt die Gegner noch. So. Komm her. Oh Mann. Wie behäbig wir einfach nur sind. Und tschüss. Aua! Ach! Ja, ich weiß. Der hat uns doch schon mal gekriegt, ey. Ich müsste es besser wissen. Ich müsste es einfach besser wissen. So, wo ist er genau? Was ist er denn? Wenn er mich schon von hier trifft. Komischer Kauz. Okay, also die Gegner hier machen wir noch und dann war's das. Und du auch noch drauf. Ich habe übrigens bei dem Riesenschmied, als ich so ein bisschen geguckt habe, habe ich gesehen, dass man da einen Beschleuniger machen kann mit der Manusseele. Manus? Nanus? Irgendwie so. Auf jeden Fall, ich kenne keinen Manus Nanus. Das wird dann wohl noch kommen. Und ich glaube, von der Art, von da oben. Okay, ich sehe dich. Ich will erstmal einen toten Winkel. Ja, ich habe so... Man hat... Was ist denn jetzt? Was war das jetzt für ein Geräusch? Ganz... Oha! Mann, oh! Ganz lautes Geräusch eben. Keine Ahnung. Ja, Manus Nanus, das hat man ja schon mal hier und da gelesen. Das ist ja nichts Neues. Aber seine Seele kann man zu einem neuen Beschleuniger machen, habe ich gesehen. Ich glaube, da wird sich mein Magier unglaublich drüber freuen. Naja, aber bis wir zu denen kommen und wenn ich so ein paar Kommentare von euch verfolgt habe, dann wird das ja auch kein leichtes Unterfangen, ja. Ich glaube, wir sind jetzt in einem neuen Gebiet. Hier waren wir noch nicht und ich kann einfach nicht aufhören hier mit Ab- und beziehungsweise mit der Abmoderation beginnen, weil ich so gierig bin. Na gut, Freunde. Ich bin tapfer. Ihr hoffentlich auch, denn morgen werden wir dieses Gebiet erkunden. Bis denne, wenn es wieder heißt, Let's Play Dark Souls.